So, herzlich willkommen zur Digitalisierung der LGB kleinen Dicken. Hier ist es jetzt schon die neue Version mit eingebauten MFX-Decoder. Durch den nicht so schönen Sound wollte der Kunde ganz gerne SX6 mit Drive-M. Ich habe hier auch, das war original da drin, ist komplett rausgeflogen. Ich bin ja oft der Fan, dass ich sage, zieht den Decoder einfach ab, steckt unseren Drive-M1 drauf. Bei der Lok kann ich das tatsächlich nicht empfehlen, weil da ist so wenig anzuschließen. Das sind wirklich nur die Lampen, dass man es einmal kurz neu verkabelt. Das geht schneller, leichter, insbesondere wenn man noch mehr einbauen will, wie das jetzt hier der Fall war. Wir haben den Drive M. Wir haben das SX6 eingebaut. Mit dem Sound der kleinen Dicken. Den Originallautsprecher habe ich weiterverwendet. Ist jetzt sehr, also das ist jetzt tatsächlich ein Kabelgewulst. Das liegt jetzt einfach daran, weil die ganzen Kabel so lang sind. Ich muss die gleich mal mit ein wenig Kabelbindern zusammenziehen und dann sieht das auch schon wieder ordentlich aus. Also eingebaut wurde noch der gepulste Verdampfer in der analogen Version in Anführungszeichen, also das heißt gepulster Verdampfer ohne Steuerung. Der ist hier eingebaut, über die vier Kabel hier am Decoder angeschlossen. Hier sitzt das SX6. Der vorhandene Lautsprecher, der schon in der Lok war, ist auch hier eingebaut. Wie gesagt, vorne die beiden Lampen, hinten die beiden Lampen kommen hier raus. Das rot-schwarze Kabel habe ich weggelassen, das ist die Steckdose hinten, die braucht man nicht. Dann habe ich hier das braun-schwarze Kabel, ist die Innenbeleuchtung. Das andere schwarze Kabel hier ist Licht vor, Licht hinten. Die beiden sind Licht vorne. Und mehr ist es eigentlich nicht. Wie gesagt, hier der gepulste Verdampfer. Sound, man könnte noch einen Mini-Cap einbauen als Spannungspuffer, ist jetzt hier nicht gewünscht. Kesselfeuer könnte man hier einbauen, wenn man das irgendwie hier aufschneidet oder Löcher reinbohrt. Unser Kesselfeuermodul war jetzt auch hier nicht gewünscht. Aber hier sitzt die DSP, die Steuerplatine für unsere Eigenkuppler. Und die ist natürlich auch noch an den Decoder angeschlossen und an die zwei Kontakteingänge sind an zwei Funktionsausgängen angeschlossen, gemäß der Bedienungsanleitung. Und auf der Unterseite sitzen die beiden elektrischen Entkuppler von uns. Und hier ist der Einbau wirklich spielend einfach. Die kann man einfach eins zu eins austauschen. Da muss man auf gar nichts achten, muss man auch nichts verändern. Das Kabel habe ich hier reingelegt, das andere Kabel habe ich hier, hier war sogar Platz. Und dann kommen die einfach einmal. Hier muss ich ein kleines Loch bohren. Das geht dann hier unten her und der andere kommt hier vorne eh aus dieser Lücke raus. Dann brauche ich das jetzt nur noch zusammenbauen und dann kommen wir zum Funktionstest. Hier kommen wir einmal zum Funktionscheck. Die Lok ist jetzt so fertig. Wir haben die hintere Kupplung auf 2, die vordere Kupplung. Die laufen über den DSP. Der über den vorhandenen Decoder läuft, habe ich ja gezeigt, einfach über die Kontakte. Und ich habe die Schritte noch etwas angepasst. Ups. Man sieht das auch hier, der hört direkt auf zu fahren, wenn er die Endstellung erreicht hat. Sonst sind das die typischen Geräusche, die man auch schon aus anderen Videos kennt. Auf 6 ist der Verdampfer. Der dann entsprechend synchron läuft. Ich habe jetzt leider keine Dampfflüssigkeit. Aber man hört ihn. Das ist jetzt nur per Taktsimulation. Obwohl das nur per Simulation ist, passt das eigentlich ziemlich gut. Also die Simulation macht der Lokdecoder, der Drive-M. Man kann es jetzt auch, dann ist es synchron.
Jetzt ist das Rollgeräusch. Also die Umschaltung zum Rollgeräusch hin. Jetzt hört man das reine Rollgeräusch. Hier ist jetzt der Verdampfer ohne Steuerung eingebaut, der an den Lokdecoder angeschlossen ist, an Ausgang 5 und 6. Und ich betreibe die Anlage mit 24 Volt, darauf ist der Verdampfer optimiert und dann macht er hier eine sehr große Dampfwolke. Ich zeige das einmal kurz mit Flüssigkeit. Hier nochmal das Ganze mit eingefülltem Dampfdestillat. Natürlich kann man auch, wenn man den Verdampfer direkt am Decoder betreibt, die Dampfmenge für Stand, Rollen, Fahren und Beschleunigen individuell einstellen. Das ist jetzt Standardeinstellung. Weißer Dampf auf weißer Wand sieht man natürlich sehr gut, aber so sieht man es besser. Standardeinstellung. Und jetzt fahren wir mal. Ja, ich denke mal, man sieht das. Da kommt eine ordentliche Wolke raus. Das hat man gut gesehen. Das ist natürlich 100%. Also wenn man anfährt, macht der 100% und beim Fahren sind es, glaube ich, 70-60%. Das kann man aber alles einstellen auch. Also man sieht deutlich, dass da eine schöne Dampfmenge rauskommt. Hier hat man es jetzt, ich hoffe, man sieht das auf der Wand. Ich fahre nochmal zum Fenster. Was man auch noch bedenken muss, der hat jetzt noch einen langen Schornstein. Bei kürzeren kommt natürlich noch ein bisschen mehr. Also die Dampfmenge ist möglich halt, ne?